warum Lungenoperationen individuell geplant werden müssen. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Ärzte behandeln ihre Patienten nicht nach Schema F. Natürlich gibt es Leitlinien, nach denen sich die Mediziner richten, oder Goldstandards für die beste Behandlungsmethode. Aber im Grunde genommen zählt die Individualität des Patienten. Wie viel braucht er? Was verträgt er? Dazwischen gilt es, den optimalen Punkt zu finden. Und gerade wenn der Eingriff sehr komplex ist oder die Therapie, dann wird dies genau vorausberechnet. Bei mir ist Dr. Christian Ketscher. Er ist Oberarzt der Thoraxchirurgie an den Asklepios Fachkliniken München-Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Ketscher. Sie beschäftigen sich ja mit solchen Diagnosen für Ihre Patienten. Da geht es um Lungen-OPs, auch um Lungentumore. Was ist da Ihr Ziel? Unser primäres Ziel ist, festzustellen, was hat der Patient. Das ist das, was wir abklären wollen. Und in einem zweiten Schritt wollen wir die entsprechend richtige Therapie für den Patienten einleiten. Es ist so, dass bei einem Großteil der Patienten wir vor einer Operation schon eine Diagnose haben, dass wir wissen, es ist ein Tumor oder es ist kein bösartiger Tumor oder es ist eine Entzündung, die zu einer Operation führt. Und es gibt einen aber nicht unerheblichen Anteil an Patienten, wo wir eben dieses davor nicht wissen. Und da müssen wir sozusagen uns im Endeffekt bei der Operation überraschen lassen, dass wir, wenn wir einen Tumorherd aus der Lunge herausschneiden, was wir in unserer Schnellschnittuntersuchung mitgeteilt bekommen, ob das etwas Gutartiges ist oder etwas Bösartiges ist. Und dann wird während der Operation die entsprechende Entscheidung gefällt, dass man die Operation ausdehnt, um die entsprechende Therapie fortzuführen. Das ist natürlich vorab mit den Patienten besprochen. Aber es ist bei uns im Haus so, dass wir eine sehr gute Schnellschnittdiagnostik haben und dass wir während der Operation mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sozusagen die Diagnose bestimmen können, sodass wir mit einer Operation in einem Rutsch auch Herde, wo wir vermuten, dass ein bösartiger Herd dahinter stehen könnte, sozusagen abklären und gleichzeitig therapieren können. Das ist ein großes Ding. Also Sie haben ja jetzt ja schon den gesamten Ablauf auch der Behandlung beschrieben. Das ist für den Patienten keine Kleinigkeit. Und ich sagte ja schon in meiner Einführung, Sie versuchen ja möglichst genau zu erfahren, wie denn der Patient so gesundheitlich drauf ist, um es mal so salopp auszudrücken, um auch zu wissen, was können Sie tun und wo sollten Sie lieber sagen, machen wir nicht. Was ist das Ziel? Also viele Patienten sieht man ja danach, vielleicht auch, die haben dann so eine Sauerstoffflasche bei sich. Ist es das Ziel, das zu vermeiden, möglichst? Im besten Fall können wir das vermeiden. Es gibt Einzelfälle, wo wir vorab tatsächlich besprechen, dass wir erwarten, dass es danach notwendig sein wird, aber unter dem Ziel, dass wir den Tumor, den bösartigen Tumor, in dem Fall dann komplett entfernen, um sozusagen eine Heilung von dem Tumor möglichst zu erreichen. Das ist aber sozusagen im besten Fall ein Einzelfall geschehen. Ja. Direkt nach einer Operation an der Lunge ist es häufig notwendig, dass man erstmal vorübergehend Sauerstoff gibt. Das bessert sich in den ersten Tagen nach der Operation meistens sehr gut. Es gibt einige Patienten, die mittelfristig Sauerstoff brauchen, bis die Heilungszeit abgeschlossen ist. Das sind 6 Wochen bis 3 Monate und die in dieser Zeit sozusagen von dem Sauerstoff wieder wegkommen. Und dann gibt es halt die Patienten, die dann leider am Schluss die sozusagen den Sauerstoff dauerhaft brauchen. Aber das ist nicht das, worauf wir hinaus operieren wollen, sondern wir wollen schauen, dass wir dem Patienten eine gute Lebensqualität geben können, dass wir gleichzeitig eine gute Therapie ihm anbieten können. Und deshalb müssen wir vor der Operation sozusagen den Patienten gut kennenlernen. Ja, wie machen Sie das? Ihn kennenzulernen? Zum einen mit dem Gespräch, dass wir fragen, wie es ihm geht. Also damit fängt es an, das ganz Klassische. Und dann natürlich mit Untersuchungen. Da kann man einfach, dass man mit dem Patienten Treppen steigt, dass man schaut, wie aktiv schafft er das, überhin zu spezifischen Untersuchungen mit Fahrradergometer, mit einer Belastungsuntersuchung, wo man das System von Herz und Lunge sozusagen gemeinsam anschaut. Und die Werte objektiviert. Damit kann man schon sehr viel an Zusatzinformationen bekommen. Und
dann muss man sich überlegen, was von dem Befund her sozusagen das erwartete Operationsausmaß ist. Was erwartet man, was man entfernen muss und wie viel geht dem Patienten nach der Operation verloren? Ja, ich hake da gerade mal ein. Also Sie sagten, man muss den Patienten kennenlernen, man muss sehen, seine Vorgeschichte, vielleicht auch welche Krankheiten er schon hatte. Sie hatten ja aber auch schon so die sogenannten bildgebenden Verfahren erwähnt, dass man sich da auch nochmal die Lunge anguckt, oder? Die Lunge, das ist so die Basis, ja, die wir brauchen, sozusagen. Also eine Computertomographie vom Brustkorb ist die absolute Basis, damit wir einschätzen können, was erwarten wir an Operationsausmaß. Dass wir uns anschauen können, wie liegt der Herd in der Lunge, und sagen, welche Strukturen sind betroffen, was ist das erwartete Operationsausmaß. Das ist ein bildgebendes Verfahren, das wird noch erweitert, wenn man einen dringenden Verdacht hat auf einen Lungenkrebs, dass man noch einen PET-CT vorweg macht, dass man schaut, dass keine anderen Absiedlungen im Körper sind, dass man einfach sozusagen den gesamten Menschen sich anschaut und dann festzustellen, sozusagen, was darf ich ihm sozusagen antun, um es sozusagen chirurgisch zu formulieren, was darf ich ihm wegschneiden. Ja, genau. Das war das, worauf ich raus wollte und was ja eben das Individuelle ist auch an dem. Also möglichst viel zu erwischen von dem Tumor, aber nicht zu viel, um die Lebensqualität danach noch gut aufrechterhalten zu können. Was begegnet Ihnen denn da? Also ich glaube, was man ja oft vergisst, ist, es ist ja nicht unbedingt ein bösartiger Krebs, der in der Lunge sein müsste, oder? Nein. Das ist, sagen wir, haben Patienten, die den Lungenkrebs haben, dann haben wir Patienten, die Entzündungen haben, die sozusagen Lungenentzündungen haben, die sehr abgekapselt sein können, die von den Bildern durchaus einem bösartigen Tumor entsprechen können und deshalb mit einer entsprechenden Vorgeschichte, wenn die Patienten langjährig geraucht haben, sozusagen dann auf jeden Fall abklärungspflichtig sind, dass man sagt, man muss es sozusagen abschließend klären. Und dann gibt es natürlich noch ganz schlussendlich dann banale, gutartige Tumore, die aber sozusagen von dem Abklärungsbedarf ebenfalls da sind, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, wenn sie von der Lage her ungünstig sind, wenn man erwartet, dass wenn sie weiter größer wird, irgendwelche Probleme machen können, dann sozusagen gehören sozusagen auch die gutartigen Tumore operiert, wobei wir häufig vor einer Operation das nicht sagen können, ob es etwas Gutartiges oder etwas Bösartiges ist. Man hat ein gewisses Erwartungsbild. Bewiesen ist es erst in dem Augenblick, wo wir von der Pathologie das Untersuchungsergebnis und in dem Fall während der Operation das Schnellschnittergebnis bekommen. Das heißt, man muss unter Umständen operieren, um zu gucken. Richtig. Bei anderen Organen, da gibt es ja auch die Biopsie, um zu gucken. Bei der Lunge gibt es auch Biopsie. Da kann man entweder von innen über eine Bronchoskopie oder von außen über Punktionen sozusagen Herde erreichen. Aber es gibt Herde, die kann man auf diesem Weg nicht abklären, weil sie so ungünstig gelegen sind, weil sie sozusagen schlecht zu erreichen sind und weil man dann im Zweifel auch das Ergebnis nicht glaubt von dem, was als Ergebnis herauskommt. Weil wenn man einen dringenden Verdacht hat, dass es ein Lungenkrebs ist und nur in Anführungsstrichen eine Entzündung, also ein eher positiven Befund für den Patienten hätte. Ja. Wenn man nur das Ergebnis der Entzündung bekommt und trotzdem diesen dringenden Verdacht hegt, dass das etwas Bösartiges sein kann, was jetzt im Augenblick gut operabel, gut behandelbar wäre, dann wird man dem Patienten sicherlich die Operation empfehlen. Ja, und wenn Sie dann so eine forschende Operation machen, so nennen Sie das, glaube ich, also um zu gucken, was ist denn da jetzt wirklich, machen Sie denn, wenn Sie dann einen bösartigen Tumorherd entdecken, den entfernen Sie ja dann auch, oder? Genau. Ja. Das heißt, dann muss ja der Patient sozusagen vorab zweigleisig entscheiden, oder? Genau. Das ist sozusagen im Rahmen der Aufklärung, vom Aufklärungsgespräch, sozusagen während des stationären Aufenthaltes werden verschiedene Gespräche geführt, dass man einmal sozusagen den Ablauf bespricht und auch, dass man sozusagen das Ziel der Behandlung bespricht. Und das Ziel ist schlussendlich für die Erkrankung die richtige Therapie ganz individuell auf den einen Patienten herunterzubrechen, dass man genau für diesen Patienten die richtige Behandlung vorschlägt. Und im Rahmen der Aufklärung muss man natürlich dann über sehr viele Eventualitäten sprechen. Ja. Das macht die Aufklärung nicht anstrengend, aber sie macht es etwas aufwendiger, weil sozusagen wir viele Fragen, die von den Patienten da sind, im Zweifel vorab noch gar nicht beantworten können. Ja, ja, ja.
Auch für den Patienten ist es anstrengend, weil er in zwei Richtungen denken muss für sich. Vielleicht ist es in dem Fall ja auch beruhigend, über die Art der Operation zu reden. Können Sie immer minimalinvasiv operieren? Wir operieren sehr häufig minimalinvasiv. Mhm. Ja, wo es möglich ist, tun wir dieses, weil wir wissen, dass die Patienten sich nach der Operation schneller erholen als bei den klassisch offenen Operationen. Und das ist genau in der ersten Zeit nach der Operation das Wichtige, dass wir einen möglichst schnellen, ein möglichst schnelles, gutes Heilungsergebnis haben. Es gibt aber Patienten, wo man von vornherein sagen muss, dass es auf minimalinvasivem Weg nicht gut operabel sein wird. Sei es aufgrund der Lage, sei es aufgrund der Tatsache, dass man der Größe des Tumors, dann muss man den klassischen Weg einschlagen. Mhm. Die Option während der Operation, wenn irgendein Problem auftritt, dass man dann einfach die Operation erweitert zur größeren Operation. Das ist bei jeder Operation, das ist immer Teil des Aufklärungsgesprächs, dass wir uns das immer in der Hinterhand halten. Aber das ist nicht das Ziel, dass wir es bei jeder Operation machen, sondern wir machen das nur, wenn es notwendig ist. Ja. Noch eine Frage zur persönlichen Vorbereitung. Man hört immer wieder, gerade wenn man Raucher ist, 2 Wochen vorher, vor einer OP aufzuhören zu rauchen. Hat das Sinn? Oder ist es bei Ihnen noch ganz anders mit dem Zigarettenstopp? Also am besten ist schon langfristig mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Ja. 2 Wochen wäre sehr gut, 4 Wochen ist besser, weil nach 4 Wochen hat man so diesen Effekt, was die Schleimbildung betrifft, ist das deutlich reduziert, also deutlich weniger. Es ist so, dass jeder Tag des Nichtrauchens ein Gewinn nach der Operation ist. Bei den 2 Wochen spielt häufig die Wundheilung eine Rolle, weil wir wissen, dass Patienten, die 2 Wochen nicht geraucht haben, weniger Wundheilungsprobleme haben, als wenn sie sozusagen bis zur Operation geraucht haben. Ja, ich glaube, was man sich auch nochmal klar machen muss dabei, ist, die Quälerei nach der OP ist nicht so hoch, oder? Für einen. Das heißt, was heißt das praktisch? Abhusten? Genau, es ist anstrengend, den Schleim, sozusagen, der in der Lunge produziert wird, abzuhusten. Es ist so, dass man frisch am Brustkorb operiert ist. Es gibt von unserer Seite aus genügend Schmerzmittel, um das abzufedern. Nichtsdestotrotz ist es einfach vom Mechanismus, von dem, wie abgehustet wird, ist es für den Patienten anstrengender. Wenn da sozusagen der Schleim sehr zäh ist, und das ist sozusagen, wenn man raucht, häufiger der Fall. Und dementsprechend tun sich die Patienten danach dann natürlich deutlich leichter. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!